Hallo und herzlich willkommen zurück bei Overlord. Tja, in der letzten Folge haben wir den Dunkelwald durchkämmt und die viridianischen Höhlen gefunden, wo sich die grünen Schergen aufhalten. Aber natürlich konnte ich es mir nicht nehmen, bereits offscreen noch ein paar grüne Schergen zu sammeln, damit wir unsere Axt und unsere Rüstung noch etwas verbessern können. So, weiterentwickeln, Stahlrüstung, 162 noch, okay, hatte ich das hier auch schon? Stahl, ja, okay. Ich werde mal bei 160 bleiben und hier noch zwei braune rein. So. Die zwei braunen werden nicht viel bringen, aber. In eure Schmiede, Herr. Egal. Gut, da habe ich jetzt doch mehr gebraucht, als ich dachte, aber. Was soll's? Stahlaxt für kritische Treffer. Ja, da machen wir 43. Der Rest geht dann an blauen Schergen rein. Und das, was übrig bleibt, werden wir sehen. Der Schmelzofen muss angeheizt werden. Gut. Yeah. Mal sehen. Dies ist eure Waffenkammer. Ja, ist ja gut. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Stahlrüstung hat jetzt 16% Regeneration. Das ist schon mal gut. Somit müssen wir uns keine Sorgen mehr um die Gesundheit des Overlords machen. Stahlaxt hat 34% kritischen Treffer. Okay. Das heißt, dieser beidhändig geführte Schlag führt jetzt 34% mehr Schaden zu. Gut. Aber ich würde sagen. Retter des Fräuleins in Not! Habe ich dir nicht was gesagt? Ich muss euch doch sicher nicht sagen, dass es da draußen. So, wir gehen zurück in die viridianischen Höhlen und holen uns jetzt das grüne Nest. Meister, berg das grüne Nest mit den Grünen. Wir brauchen es, um weitere von ihnen herbeizuholen. So, gleich mal die 20 Grünen rausnehmen. Und das Gift um das Nest herum neutralisieren. So, hier gibt's, ja, hier gibt's noch mehr. So, da hinten ist noch Gift. Oh, da war wohl eine Truhe da hinten. Ah, gut, dass unsere kleinen Assassinen schon was finden. So, jetzt könnt ihr das Nest anheben. Raus damit. Oh, 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 oh. Das würde jetzt hier lang gehen. Aber ich würde sagen, ihr sichert erstmal die Gegend. Schon wieder ordentlich Geld angehäuft, muss ich sagen. Lasst eure Grünen in dieses elende Unkraut ausschwärmen. Sie werden es beseitigen. So.
Gut, das Gift ist weg. Was haben wir hier noch? Ah ja. Gefäße zum Zerkloppen. Los. Nehmt euch ein bisschen Ausrüstung mit. Ihr werdet es brauchen. Ah ja. Ihr wartet hier. So. Das, was gefährlicher ist, kann ich mich selber kümmern. Und ihr seht schon, wenn die an einem Sammelpunkt stehen, werden die unsichtbar. Das ist ihre Stärke, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Wenn ein Gegner an denen vorbeigeht, greifen sie an. Einer von euch irgendwas? Wenn nicht, dann macht diese ganzen Giftschoten weg. Los. Eine Ausrüstung? Ist ja widerlich. Weg. Ja, ich werde jetzt bis zum Anfangspunkt alles reinigen hier. Ihr bleibt hier. Ich höre da irgendwas stampfen, aber okay. Keine Smaragdkäfer hier. Wundert mich jetzt doch ein bisschen. So, dann könnt ihr euch ja noch daran vergreifen. Nix. Wenigstens ein bisschen Kohle. Ah, ja, also. Ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. So, und jetzt geht's hier lang. Jetzt könnt ihr die Fähigkeiten der Grünen testen. Wir müssen sie hinter ihm positionieren. Los, durch da. Ein wilder Troll. Schnell, formiert die Grünen hinter ihm. Niedermetzeln! Niedermetzeln! Meister, die Grünen wissen Disziplin zu schätzen. Wenn ihr sie an einem Sammelpunkt platziert, werden sie stärker und sind für Gegner nahezu unsichtbar. Abgesehen von dem Gestank nach verwestem Fleisch und totem Fisch natürlich. Los, kommt her hier und bringt die Lebenskraft zurück. Da habt ihr einen vergessen. Los. Hierher zurückkommen. Geht doch. Ja, was Lebenskraft angeht, bin ich ein bisschen eigen. So. Müssten wir es bald geschafft haben. Ja. Gut. Aus, als wären wir am Startpunkt angelangt. Ja,
Sieht gut aus. Also, holen wir das Nest. Na gut, hier könnt ihr nochmal in die Gefäße reinhauen. Und nichts. Ein was finden. Super. Tja, der Rückweg ist ein bisschen länger jetzt, aber dafür haben wir die Gegend gesäubert. So. Ich hatte eigentlich erwartet, noch ein paar von diesen grünen Käfern hier zu sehen, aber wenn nicht, dann nicht. Einfach durch. Obwohl mir das Grün in diesen Höhlen doch irgendwie gefällt. So. Ich dachte, da wäre noch ein kleiner Goldsack übrig. Wo wollt ihr denn hin? Rein mit euch. Wir brauchen nur die 10. Gut, dann fehlen uns ja nur noch die blauen Scherben. Die dürften auch nicht mehr allzu weit weg sein. Mit den grünen können wir die nämlich erreichen. Und zwar in Himmelsspitze. Und ehrlich gesagt würde ich Himmelsspitze erstmal dem Dunkelwald vorziehen. Einfach, wo wir jetzt schon die grünen Scherben haben. Der Dunkelwald ist somit eigentlich erst Station Nummer 3, aber weil man da mit allen Schergen noch was zu machen hat. Aber damit man die Grünen schon mal hat, bin ich zuerst hierher gegangen. Und wie gesagt, man braucht die, um die Blauen zu kriegen. Rückweg denn so weit? Ich meine, gut, die bewegen sich ein bisschen langsamer, aber trotzdem, beeilt euch. Jetzt, wo ich eine regenerative Rüstung habe, kann ich auch wieder Schergen sammeln, ohne dabei meine eigenen zu opfern. Sind nämlich immer mal wieder ein paar draufgegangen. Und das hasse ich. Jetzt mit Regeneration passiert das nicht mehr. Ihr habt euch das grüne Schergennest geholt. So, da hat noch einer was gefunden. Dann würde ich sagen, hauen wir ab in den Turm. Und ich würde sagen, die Zeit reicht noch, dass wir mal Himmelsspitze in Betracht nehmen können. Ein sehr schöner Ort. Zwar mit einer Seuche verpestet, aber die kriegen wir klein. Willkommen! Gut, hier haben wir 71 Grüne, okay. Also, ab geht's. Himmelsspitze. Da gibt es auch viele Bauern.
Nur können wir leider noch nicht in die Stadt. Na los. Ah. Der Schleim, der faule Gestank, die verfaulten Leichen, fühlt sich an wie zu Hause. Ihr werdet feststellen, dass die Stadt Himmelsspitze über dieses Sumpfland herrscht, Meister. Die großartige Zitadelle, heilige Höhlen, liegt in ihrem Zentrum wie eine Fliege auf einem Dunghaufen. Okay, hier im Rücken gibt es nicht viel, aber hier gibt es massenhaft Schafe und einen Bauer, der sie hütet. Weg! Amüsiert euch schön! Braune Lebenskraft, das habe ich vermisst. Ich habe nicht mal 300 Braune. Das geht gar nicht. Ah, da haben wir noch ein paar. Da hinten sind noch mehr. Mach den Job gefälligst ordentlich. Die haben hier viel Freilauf, das ist der Nachteil. Sie können gut auslaufen. Ja, auslaufen oder ausweichen, wie auch immer. So. Ein Funke war noch da. Gut, und dann gehen wir mal in diese dunklen Gefilde hier runter. Ich habe immer gedacht, das hier wäre irgendwas Besonderes, aber es ist nur so ein komischer Altar. Und hier unten wird es gruselig. Die Gegend erinnert mich ein bisschen an Medieval. Vielleicht auch wegen der Zombies, die hier gerade aus den Gräbern steigen. Ah, man merkt schon, Feuerschaden. Die Zombies gehen in Flammen auf, wenn ich sie angreife. So. Vergnügt euch schön. Ah, da ist noch einer. Gut. Jetzt können wir ja die Gräber hier plündern. Einer, da gibt es ordentlich Beute. So. Zwei haben wir noch. Sehr schön. So, und jetzt nehmen wir noch das auseinander. Los, plündern. Na. Okay, da unten. Ah, da oben sehe ich eine Gesundheitserweiterung, aber einige kräftigere Zombies, die es bewachen. Müssen wir uns das nächste Mal drum kümmern. Ah, da bräuchte man mal einen einkiefrigen Ritter mit nur einem Auge, aber dann hat man ihn nicht. Da haben wir wieder eine Brücke zum Ausfahren, aber von der anderen Seite. Hier blöckt ja noch ein Schaf. Ach. So.
Beeilt euch. Gut, 311 haben wir jetzt. Das sieht schon besser aus. Gut. Aber mir fällt gerade ein, im Dunkelwald hätten wir noch was machen können. Aber egal, dann muss das eben nächste Folge sein. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Sollst dich verpissen. Und ja, viel Spaß. Miau!